Also ich heiße Clara und ich studiere Geige im Bachelorstudiengang Künstlerisch-Pädagogisch. Ich heiße Kathleen und ich spiele Klavier in der Studienabteilung. Ich bin Angeline und ich spiele Geige im Konservatorium. Ich heiße Annika, ich spiele Geige und bin in der Studienabteilung am Konservatorium. Also ich bin über meine Geigenlehrerin aufs Konservatorium gestoßen. Meine Geigenlehrerin, die mich bis zum Abitur unterrichtet hat, hat mir gesagt, dass ich hier vorspielen könnte. Das habe ich getan hier. Danach habe ich dann im Sommer 2019 die Aufnahmeprüfung fürs Pre-College gemacht. Eine Freundin von mir, sie hat mir über Konservatorium erzählt und dann ich habe Konservatorium so kennengelernt. Ich habe durch eine Verwandte das Konservatorium erfahren und sie hat mir empfohlen, hier zu studieren, damit ich meine Fähigkeiten noch weiter ausbauen kann. Ich habe im Pre-College angefangen und danach habe ich meine Abnahmeprüfung gemacht für Bachelor. Ja, ich habe Abnahmeprüfung gemacht und wir müssen 3 Stücke von verschiedenen Epochen spielen. Danach, es gibt auch kurzes Gespräch über eine generelle Frage, zum Beispiel unsere Erfahrung mit dem Instrument. Also ich musste im Hauptfach, also Geige, vorspielen, dann Nebenfach, was bei mir Klavier ist und eben noch in den Theoriemodulen, sprich Hörschulung, Tonsatz. Und ich fand es persönlich sehr entspannt hier. Also dadurch, dass das Haus ja auch so klein ist, ist alles sehr familiär gewesen und auch in den Theorie Modulen war das alles ganz entspannt und ja, wir machen das Ganze in Ruhe und das fand ich sehr angenehm. Auch beim Hauptfachvorspiel war es jetzt nicht so das Gefühl, oh, ich spiele vor einer riesen Jury und es ist alles ganz schlimm, sondern es war sehr, ja, familiär gehalten fast. Ich war aufgeregt, aber die Atmosphäre war sehr, sehr nett. Natürlich bin ich sehr, sehr froh, dass ich vorher ein Jahr im Pre-College war, was mir in allen möglichen Hinsichten geholfen hat, weil ich schon einige Lehrer kannte und eben nicht nur meine Hauptfachlehrerin. Ich denke, es ist ganz normal, dass man aufgeregt ist. Man hat auch immer ein bisschen Angst und denkt, wie wird das, was erwartet mich? Aber ich glaube, es hilft einfach, dass man versucht, Spaß zu haben am Spielen, trotz dass es eine Prüfung ist, aber sich das eben nicht so bewusst zu machen, es ist die Prüfung und ich muss jetzt gut spielen, sondern ich versuche, Spaß zu haben und das auch rüberzubringen. Ich habe mich für ein Studium an dem Dotterhaus Konservatorium entschieden, weil die Lernmöglichkeiten hier sind sehr umfangreich. Die Unterrichtsatmosphäre finde ich also sehr gemütlich und es gibt positive Umgebung und man kann jederzeit eine enge Beziehung mit den Lehrern aufbauen. Und man hat das Gefühl, dass die Lehrer einen wirklich verstehen. Also Hauptfach Geige, klar, das sind 50 Minuten in der Woche. Dann mein Nebenfach Klavier sind 25 pro Woche. Tonsatz, Hörschulung, Musikgeschichte, Repertoirekunde, Werkanalyse. Und es sind noch weitere Ergänzungsmodule, die man noch zusätzlich belegen kann. Zum Beispiel vom Orchester oder Administrationskompetenz. Und Musikpädagogik und eben Fachdidaktik-Methodik, also eben bei mir jetzt fürs Fach Violine. Wir haben zum einen eben den Pädagogikunterricht, der wöchentlich als Seminar abläuft und dann den Methodikunterricht, der als Seminar und zusätzlich noch als Lehrversuche abläuft. Wir haben hier am Konservatorium auch Methodenkinder, also Methodenschüler, die wir unterrichten, mit denen wir dann immer am Ende eines Studienjahrs Lehrproben machen müssen. Und da werden wir halt direkt auch angeleitet und können dann zum einen vor unserem Kurs darüber sprechen, wenn wir irgendwie Probleme oder Sorgen haben. Was sehr, sehr spannend ist und enorm interessant und was auch sehr hilft. Und ich finde das total angenehm, dass man quasi Learning by Doing direkt das Unterrichten so mit, ja, beigebracht bekommt quasi. Alles sehr gut machbar und vielseitig vor allem. Am Konservatorium wird immer dienstags ein Podium angeboten, bei dem man sich einfach vorher anmeldet und sagen könnte, hier, ich möchte gerne spielen, ich möchte gerne teilnehmen, nennt dann die Stücke, die Komponisten und es ist frei zugänglich für jeden hier in Frankfurt. Für mich war das total super, habe da einige Male dann auch teilnehmen können, weil je mehr man
auftritt und je mehr man die Möglichkeit auch bekommt, irgendwo aufzutreten, desto leichter fällt einem das und weniger Aufregung ist es dann auch einfach. Wie zum Beispiel im Meisterkurs, wir haben zum Beispiel 2 Tage Meisterkurs, danach haben wir schon Konzert. Aber es macht auch Spaß. Also nimmt natürlich eine große Rolle ein, weil die Lehrer prägen einen natürlich schon. Also ich habe hier immer mehr Leute kennengelernt, die eben auch Musik machen, andere Instrumente oder dasselbe Instrument und einfach mit denen zusammen zu spielen, das sowieso und sich auch mit denen auszutauschen und die einfach kennenzulernen und deren Leben kennenzulernen und was sie so machen oder was sie vorhaben oder was sie schon gemacht haben, ist einfach so schön. In diesem Moment, Konservatorium, bin ich meine zweite Haus. Also ich bin ganz dafür, diese Möglichkeiten hier studieren. Wenn ich irgendwo Sorgen, Probleme, jetzt gerade in der Corona-Phase, glaube ich, ging es vielen Mitstudierenden, so wie mir auch, dass man einfach in so eine kleine Krise gestürzt ist. Was ist mit beruflichen Perspektiven? Wie sieht das aus? Und ich hatte aber immer das Gefühl, dass das Konservatorium da dann doch auch ja, verschiedene Möglichkeiten, also auch von der Verwaltung viele Möglichkeiten geschickt bekommen hat, so kleine Auftrittsmöglichkeiten, bei denen wir teilnehmen konnten und wo dann doch auch immer unterstützt wird. Das Konservatorium ist zu meinem zweiten Zuhause geworden. Ja, ich habe hier viel gelernt und auch viele Freunde und Lehrer kennengelernt. Es nimmt schon einen großen Platz ein, aber ich finde es einen positiven Platz, sag ich mal. Da es einfach hier so klein, sehr familiär ist und man kann sich hier jederzeit an egal welchen Lehrenden oder auch an die Verwaltung wenden, was ich wirklich super finde. Also es ist ja nicht überall so, dass man die Studienleitung persönlich trifft und auch wenn irgendwas ist, sich einfach dahin wenden kann und mit denen sprechen kann, wenn man irgendwelche Sorgen, Probleme, sei es jetzt direkt das Studium betreffend oder auch einfach generell, was man sich so für Sorgen und Gedanken macht in der Corona-Zeit oder überhaupt. Und das finde ich hier sehr, sehr schön und das gefällt mir wirklich gut. Mit Leuten, die sich für das Gleiche interessieren, so viel zusammen machen zu können, ja, das ist was, worüber, also was ich sehr genieße und was sehr, sehr schön ist.